In der heutigen Episode geht es um den Gutenberg-Editor, der eigentlich gar nicht Gutenberg-Editor heißt. Warum das so ist, erkläre ich dir in dieser kurzen Episode. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen in der wundersamen Website-Welt. Hier geht es um Websites, Business, Klarheit, Umsetzung und Lego Service Play. Erst einmal möchte ich klären, dass der Gutenberg-Editor eigentlich gar nicht Gutenberg-Editor heißt, sondern das ist der Blog-Editor im Gutenberg-Projekt, was in mehreren Phasen ist. Wir sind jetzt Anfang 2024 und sind in Phase 2 und die Richtung geht dahin, dass wir zukünftig uns von unseren Page-Bildern verabschieden und unsere Websites mit dem Blog-Editor vom Gutenberg von in WordPress direkt bauen. Das ist sinnvoll. Ich bin der Meinung, wir sind da noch lange nicht dort, weil wenn ich überlege, was für Möglichkeiten mir mein Page-Builder liefert, sind wir da in dem Blog-Editor weit davon entfernt. Aber ich gehe auch mit, dass dort die Reise hingeht und wir vielleicht in ein, zwei Jahren das alles schon viel besser funktioniert. Was ist jetzt genau der Blog-Editor? Also erstmal, er wurde eingeführt im Dezember 2018 mit WordPress 5 und hat den klassischen TinyMCE-Editor ersetzt. Benannt ist das Gutenberg-Projekt nach dem Johannes Gutenberg, das ist der Erfinder des modernen Buchdrucks, und der Blog-Editor ist, wie gesagt, seit 2018 der offizielle visuelle Editor, der in WordPress direkt integriert ist. Und es gibt inzwischen viele Templates, also Themes, die komplett sich auf diesen Blog-Editor eingeschossen haben. Blog integriert schon, also impliziert schon, dass es blockbasiert ist. Das heißt, es gibt Blöcke, es gibt den Blog-Image, es gibt den Blog-Liste, es gibt den Blog-Headline, es gibt den Blog-Tabelle. Es gibt für alles gibt es Blöcke, die ich beliebig anordnen kann in Spalten und Reihen, so wie ich das auch von Page-Bildern kenne. Und die Oberfläche ist sehr sauber, intuitiv und es ist relativ einfach, Inhalte zu erstellen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man aus dem alten klassischen Editor kommt, aber seit 5 Jahren haben wir uns hoffentlich auch an den Blog-Editor gewöhnt und benutzen ihn auch zumindest für die Blogbeiträge, auch wenn du mit einem Page-Builder wie Divi oder Elementor arbeitest. Die Reise geht in Richtung Blog-Editor, das habe ich schon gesagt, und das System wird immer weiter erweitert werden und ich bin schon sehr gespannt, wo die Reise hingeht, aber so viel dazu, was eigentlich der Gutenberg-Editor, der eigentlich gar nicht Gutenberg-Editor heißt, eigentlich ist und wo die Reise hingeht.